zufällig mal sehen, das wird schwierig, glaube ich. Willkommen bei Viktoria Köln, einen Tag vor dem Bitburger Pokalfinale im Sportpark Höhenberg. Erste FC Düren gegen Viktoria Köln. Es ist nicht irgendein Finale, es ist auch das finale Spiel für Marcel Risse. Hallo Marcel Risse. Hallo. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast am Tag vor dem Spiel. Kein Problem, gerne. In Höhenhaus hat es angefangen, in Höhenberg geht es zu Ende morgen. Wie ist die Gefühlslage? Ja, gemischte Gefühlslage. Jetzt so langsam wird es einem bewusst, dass es das wirklich allerletzte Spiel der Profikarriere wird. Aber auch die Vorfreude ist groß, da wir mit dem Sieg morgen nochmal einen enorm wichtigen Sieg auch für den Verein erzwingen können. Zwischen Höhenhaus und Höhenberg gab es viele Stationen, Bayer Leverkusen in der Jugend, Nürnberg, Mainz, 1. FC Köln. Du hast von vielen emotionalen Momenten gesprochen in den letzten Tagen. Welcher emotionale fällt dir ganz spontan ein? Ganz spontan? Wenn man überlegt, dass morgen das letzte Spiel ist, fällt mir das erste Bundesligaspiel mit Bayer Leverkusen gegen Hertha BSC damals ein. Da wurde ich eingewechselt in der, ich glaube, 70. Minute, hatte 20 Minuten Zeit, mich zu beweisen, habe das auch ganz gut hinbekommen und erst im Nachhinein hat man dann realisiert, dass man wirklich es geschafft hat, in der Bundesliga zu spielen und das war einer der emotionalsten und frühesten Momente. Warst dann etablierter Bundesligaspieler, dann hat dir die eine oder andere Verletzung ein bisschen Strich durchgemacht. Es war sogar mal von Nationalmannschaft die Rede. Rückblickend, wär's drin gewesen? Ist schwer zu sagen. Ich hatte damals die, ja, sagen wir mal, Gerüchte teilweise auch gehört und wahrgenommen. Hatte eine gute Hinrunde gespielt beim FC. Und dann kam der Kreuzbandriss und danach war das relativ schnell dann auch kein Thema mehr. Ob es so gekommen wäre, wer weiß. Wäre natürlich eine schöne Sache gewesen, aber letztendlich bin ich voll und ganz zufrieden, wie es insgesamt gelaufen ist. Jetzt läuft es morgen aus hier in der dritten Liga, beziehungsweise morgen im Finale. Du warst jetzt 2 Jahre Kapitän, hast die Mannschaft mitgeführt, mitentwickelt. Mike Wunderlich ist auch so ein Spieler, ihr beiden geht. Wer kann eure Rollen übernehmen, was glaubst du? Ja, es wird ja insgesamt ein kleiner Umbruch im Verein stattfinden. Werden einige neue, denke ich, dazukommen. Das Team muss sich dann neu formieren. Aber ich sehe da schon einige, die die Rolle auch ausführen können. Gerade jetzt die letzten 2 Jahre, als ich Kapitän war, war es jetzt auch nicht so, dass ich alle Dinge übernommen habe, sondern immer schon versucht habe, gerade auch die etwas jüngeren Spieler dann mit ins Boot zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen. Das hat, denke ich, ganz gut geklappt. Einige Jungs sind in die Rolle reingewachsen und müssen die jetzt in den nächsten Jahren dann noch weiter ausführen. Verantwortung übernehmen hast du auch im Leben gelernt. Ich erzähle mal eine kleine Anekdote aus meinem Bekanntenkreis. Ich wurde mal angesprochen, ich habe den Risse kennengelernt in Mainz auf einer WG-Fete. Du hast seinerzeit in der WG gelebt und dann kam so, total netter Typ, gar keine Fußballer-Klischees. Ist das ein Kompliment für dich und was sind aus deiner Sicht Fußballer-Klischees? Ja, ist ein absolutes Kompliment. Leider ist es ja so, dass man den reinen Fußballer mit etwas anderem assoziiert als Bodenständigkeit, was ich jetzt auch nicht ganz so wiedergeben kann, weil ich viele Jungs kennengelernt habe, zu denen das Klischee Fußballer einfach auch nicht passt. Nehmen wir so einen Jonas Hector, der einer der bodenständigsten Personen im Fußballgeschäft ist, den ich kenne. Aber ja, ehrt mich natürlich. Zu der Zeit damals wollte ich einfach auch außerhalb des Fußballs andere Leute kennenlernen. Und da war damals so ein WG-Leben prädestiniert für. Was nimmst du mit aus dem WG-Leben oder was hast du mitgenommen für dein Familienleben? Ja, es war einfach eine coole Zeit, einfach neue Leute kennenzulernen in einer fremden Stadt, die nichts mit Fußball zu tun hatten. Aus der Zeit sind auch noch 2 Freunde geblieben, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Somit hat sich das ganze Projekt auch schon gelohnt. Du hast eben Bodenständigkeit angesprochen, die hast du jetzt erneut bewiesen mit dem Projekt in der Stegerwald-Siedlung, wo du federführend mitgetrommelt hast und auch, soweit ich weiß, mitgespendet hast, dass am Ende fast 150.000 Euro zusammenkamen, um den Bolzplatz deiner Kindheit wieder instand zu setzen. Wie hast du die Geschichte erlebt und wie sind die Rückmeldungen bis heute?
Ja, ich wurde von den Verantwortlichen angesprochen, ob ich Lust und Zeit hätte, das ganze Thema zu begleiten. Und war auch sofort Feuer und Flamme. Ich habe gesehen, der Bolzplatz sah wirklich genauso aus wie damals, als ich drauf gespielt habe. Und dass das jetzt so schnell realisiert werden konnte, ist natürlich ein Traum. Innerhalb von ein paar Wochen sind die Gelder da auch wirklich zusammengekommen. Der Platz wurde in Angriff genommen und jetzt letzte Woche war ich dort und habe schon mit den Kindern vor Ort die erste Runde kicken dürfen. Wo werden wir dich ab nächster Woche zufällig mal sehen können, wenn nicht auf dem Bolzplatz, nicht im Höhenberg, nicht im Rheinenergiestadion? Zufällig mal sehen, das wird schwierig, glaube ich. Ich versuche mich da so gut es geht privat aufzuhalten und hoffe, dass nur ausgewählte Leute dann auch in meinen Garten kommen. Da wünsche ich mir viel Glück bei und werde dich auch nicht belästigen. Bleibt mir nur viel Erfolg zu wünschen für dein finales Spiel und mir bleibt nur zu sagen, Bombenwetter, letztes Spiel Mike Wunderlich, letztes Spiel Marcel Risse. Wer morgen nicht hier ist, der hat den Fußball nie geliebt. Vielen Dank, Marcel Risse. Gerne, danke auch.